So, die grünen Brocken fehlen immer noch und es fehlt an Schwefelsäure. Jetzt sind hier endlich Viecher vorhanden. Hier wird ordentlich was hergestellt. Bam, 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 bam. Yay! Davon könnte es noch viel mehr Erfolge geben. So, hier muss ein bisschen gearbeitet werden, aber nur so ein ganz kleines bisschen. Fässer werden jetzt hergestellt, glaube ich. Müssten eigentlich automatisiert nachproduziert werden. Tja, und das voll zu pumpen dauert eben ein ganz kleines bisschen. Aber dafür ist das auch ein Riesenhaufen. Ich sehe hier auch noch gerade einen Baufehler. So, ich weiß, die Folge ist eigentlich schon wieder viel zu lang. Ihr wisst ja, wie das ist. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob das von den Nachproduktionen der Fässer eigentlich passt. Das müsste eigentlich ziemlich weit am Anfang gewesen sein.
Hier ist der gute Kumpel. So. Uiuiuiui, hier geht anscheinend das Eisen aus. Hallo, Strom. Ah, irgendwann muss ich wirklich ganz viele Kraftwerke bauen. 8,3 schaffe ich. 9 brauche ich. Aber wenigstens hier scheint sich es langsam aufzufüllen. So, machen wir noch ein paar Rechtsarbeiten. Bisschen mehr Land füllen. Und hier haben wir einfach nicht mehr genügend Eisen, um das zu beliefern. Toll. Also, was heißt das? Kraftwerk. Öl haben wir fertiggestellt. Ölzugvorbereitung schieben wir noch ein bisschen nach hinten. Wir brauchen noch einmal hier so ein hübsches Teil. Oder vielleicht auch zwei. Man weiß es nicht. Aber auf alle Fälle 8 weitere Linien Eisen, die hier hingeführt werden und oh je, 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 je. Es sieht sehr überlastet aus hier. Fast alle Drohnen in Einsatz. Ja, nimm das Renderprogramm. Du freust dich doch über sowas, ne? Ich weiß, das macht hier mal Spaß. So. Also, wir könnten eventuell ein paar zu wenig auf Ladestation sein.
Was ich eigentlich, ich verstehe nicht, warum hier so wenig Aufladestationen, also theoretisch zu wenig Aufladestationen sind, bald es sind echt viele. Klar, da wollen jetzt ein paar Kisten gefüllt werden, aber es kann nicht sein, dass sich das so hoch staut. Hier scheint es noch besonders schlimm zu sein. So, hier werden jetzt wieder ein paar mehr aufgeladen. Wie viel wollt ihr haben? 400. Und es sind da nichts. Aber hier drüben hat es auch funktioniert und es sind. Ja, gut, hier ein paar, aber nee. Könnte auch dran liegen, dass hier 10 Milliarden Eisenplatten noch wegfliegen wollen. Ne? Mehr Aufladestationen. Obis sind hungrig. So, das entlastet die hier unten so ein bisschen. Die sind aber immer noch vollkommen überlastet. Kann man die Drohnen irgendwie ausblenden? So, ich fix das hier nur ein bisschen. So ein Block hier sollte doch für Abhilfe schaffen. Und Ecken und Kanten laden sie sich jetzt ja eigentlich auf. Ja, und es sieht besser aus, es wird weniger.
Okay, der Blob hat ist immer noch da ein bisschen. Aber ja, Stromknappheit ist wieder da. Es hat nicht mal eine Folge gehalten. Diese Dinger hier. Klar, wir hatten ein bisschen Rückstau. Aber wo soll ich jetzt bloß ein Kraftwerk hinbauen? Wenn du mit Landaufschüttung hier nochmal. Ich werde das noch kurz machen. Ach, du Gummus. Ja, hier gibt es irgendwie so ein Aufladeproblem. Ja. Nicht ablenken lassen von den 2 Milliarden Robotern, die ich eigentlich versuchen wollte, aufladen zu lassen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ist auf einmal alles chronisch überlastet. Wir wollten uns einmal die Taschen voll mit. Zeug stecken. Und da hinten ein bisschen Land aufschütten. Und beim nächsten Mal da ein paar Kraftwerke hinzubauen. In der Hoffnung, dass sich da das Logistik-Roboter-Problem von alleine löst, weil die Nachfrage nicht mehr so astronomisch ist. Und wir brauchen, glaube ich, so ein bisschen mehr Lymphe. Schade, dass das hier nicht mit Gras zuwachsen kann. Gut. Eigentlich haben wir jetzt genügend Zeit hier drin verbracht. Das ist schon wieder eigentlich eine Folge. Ich bin es in zwei Hälften schnell, ne? Warum eigentlich nicht? Ich mache es hier noch ein paar Minuten länger und dann hacke ich die in zwei Hälften. Das Ganze, das weiß ich noch nicht. Auf alle Fälle verwursten wir ein bisschen Film. Und ich finde es jetzt ziemlich krass, wie schnell das mit den Obis eskaliert ist, klar. Die blauen Schaltkreise brauchen ziemlich viel an grünen Schaltkreisen. Aber dass dann das Logistiksystem auf einmal so hart überfordert ist, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Und hier denn noch ein paar Kraftwerke hinzubauen, ist wahrscheinlich auch keine schlechte Idee. Und mit ein paar meine ich so ein paar mehr. So, ich nehme jetzt hier Umspannwerk.
und hauen wir hier ein paar ordentlich hin. So. Somit noch mal hier ein paar mehr. Schiebe ich, denke ich mal, noch ein ganzes in hier hin. Da wollen sie Holz holen. So, hier oben geht's ja. Hier unten ist es extrem. Hier habe ich eigentlich genügend. Und da, ja, sie kommen wieder. So langsam fängt sich's. Tja, liegt aber auch mitunter an dieser astronomischen Anzahl an Aufladestation dort und hier. Klar, ich wusste jetzt, ja, da müssen jetzt ein paar hingeliefert werden, so ein paar tausend. Aber dass das jetzt so hart ist, ja, damit habe ich jetzt nicht hier. Krass. Krass, 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 krass. Und die Grünen gehen runter. Uiuiuiui. Stück für da jede Kiste leergesogen anscheinend gerade. Glaube ich auch aufs Wort, ne? Aber noch sind wir nicht auf Vollproduktion. Da fehlt noch ein bisschen was zu. Aber dennoch, ja, ich muss es einsehen, ich muss mich nach unten, die Mauerlinie hier mal ordentlich nach unten verschieben. Hier so, bam, bam, bam. Und das hier mal aufdröseln. Mit dem Kupfer hier noch lang gehen und dann hier ordentlich grüne Schaltkreise produzieren. Ja, das ist der große Plan für die nächsten Folgen. Ob ich die Folge jetzt in zwei Hälften schneide oder nicht, das sehen wir. Das werdet ihr ja mitkriegen. Aber ich denke, ich werde das machen. So eine 50-Minuten-Folge einfach mal so. Ist etwas übertrieben. Ja, und dann, wie gesagt, werden wir uns hier unten mal ein bisschen Gebiet abstecken müssen. Wahrscheinlich einfach einmal so. Oder wir nehmen das dann noch mit. Keine Ahnung. Hier einmal, da einmal. Hier ein bisschen. Und hier einfach mal ein Riesenkraftwerk noch hin. Patschen. Am besten nochmal genau so einen Block nochmal genau hier hin, dass wir dann endlich mal ein bisschen Strom haben, weil das ist ja kein Zustand. Gut, dann vielleicht mal sehen wir uns beim nächsten Mal in einer hoffentlich nicht so chaotischen Folge. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.